Hallo, ihr Windgeborenen, Wind, ja, Windgeborene wie Wind. Im Wind geboren hier auf unserer windigen Insel. Herzlich willkommen zu Windborn, das Spiel mit der wunderschönen Grafik. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich mal glubsche. Ich habe mir mal die Tastatur, Belegung hier nochmal aufgeschrieben. Ich kann sie ja nochmal vorlesen, wenn es euch interessiert. Q, Inventar, C, Crafting, R, Rotate. Damit kannst du die Klötzer drehen oder die Dinger, die du gekräftet hast. Shift und links ist Terraforming. Shift und rechts ist auch Terraforming. Oder mit der mittleren Maustaste werde ich mal probieren. Kann man wohl auch. Mittlere Maustaste. Und dann, ah ne, warte mal, so. Oh ja, oh ne. Ich glaube, diese Shift-Variante gefällt mir ein bisschen besser. Shift rechts. Nein, warte mal. Ah, okay. Oder Shift links anheben. Okay. Ah, okay, alles klar. So, da haben wir das. Und dann haben wir. Gehen wir nochmal ins Inventar. Dann kannst du wohl mit String Left. Kannst du die Hälfte vom Stack nehmen? Ah, okay. Super. Und mit String rechts nimmst du nur einen. Die sind dann aber verschwunden. Habe ich die jetzt gelöscht oder was? String links nimmst du ein. Okay. Und mit String rechts nimmst du die Hälfte. Ah, okay. Und zum. Na, das gucken wir uns jetzt mal an. Wir gehen jetzt mal zu den Djinns und handeln mal. Und zwar diese Highborn-Rollen, die können wir nicht mehr auflösen, weil wir die Zauber schon gelernt haben. Hey, die sollen noch hier unten rein. Aber damit können wir bei den Djinns handeln. Und das werde ich euch jetzt mal zeigen. Wir werden jetzt mal rübergehen zu denen in den Wald und werden mit denen mal handeln und hoffen mal, dass wir von denen neue Schriftrollen bekommen als Gegenleistung. Wir könnten mal auch gucken, ob wir ein fertig gecraftetes Item, also ich glaube nur so Rohstoffe, das mögen die nicht so, aber es wird ja gleich sehen, wie das funktioniert. Gehen wir hier oben lang, die schöne Wiese lang. Da, hallo, Jeans. Da unten sind sie schon, oder? Was ist denn das? Pflanze? Was liegt da rum? Ach so, ja, Pflanzen, okay. Ey, was ist denn das hier? Ein Abgrund? Ein Abgrund? Da baue ich mir doch eine glatte Brücke rüber, oder? Komm, ich baue mir mal eine Brücke rüber. Aus Sand? Ja. Sand können wir nehmen. Sand rutscht ja hier nicht weg, so wie bei Minecraft. Jedenfalls noch nicht. So. Finde ich aber auch gar nicht so schlecht, das Prinzip. Dadurch kann man ein bisschen schneller bauen. Ja, und wie ich ja schon letzte Folge gesagt hatte gestern, wenn wir dann durch sind hier mit den Quests, oh, dann werden wir mal ein Let's Show draus machen. Dann werde ich ein schönes Häuschen bauen oder ein Schloss oder sowas. Mal gucken. So, eine schöne Brücke in den Wald. Genau. So und so. So. Und so und so. Ah, jetzt habe ich gar nicht. Siehst du, eins fehlt mir jetzt noch bei meiner Tastaturbelegung und zwar, wie man sich zurück spawnt zum Highborn Dingsbums. Aber das können wir vielleicht erfahren, indem wir direkt am Highborn. Quatsch, am Drachenstein. Wie man sich zurückspawnen kann zum Drachenstein. Wenn man mal direkt am Drachenstein nochmal gucken, vielleicht steht es da nochmal. Habe ich jetzt so spontan vergessen zu gucken. Wobei die Karte ist. Ach, da unten sind sie. Die Map ist so klein, da macht es eigentlich gar keinen Sinn. Man kann sich ja eigentlich kaum verlaufen. Ich hoffe, dass es nicht so lange dauert, bis da größere Maps kommen. So, meine Lieben. Und jetzt kann man wohl. Warte mal. Mit die mittlere Maustaste oder String Rechtsklick. Mal gucken. Ah, okay, jetzt hat er es hingeschmissen. Jetzt guckt er sich das an. Jetzt hat er genickt, das heißt, ja, er handelt, er nimmt es. Und jetzt gibt er uns dafür was. Na los, gib mir was.
Ah, okay. Und jetzt, hallo, wie sieht's denn aus mit dir zum Beispiel? Warte mal hier. Man kann sich auch die Namen von denen angucken. Wie heißt der? Wie heißt denn der? Komm, sag doch mal, wie du heißt. Ich will wissen, wie du heißt. Naja, ist egal, dann eben nicht. Die sind aber auch scheu. Hier. Und? Ja, er nimmt's. Und wir kriegen was dafür. Wenn wir Pech haben, kriegen wir natürlich was, was wir schon haben. Eine Desert Roll. Gut. Gucken wir mal, wir da was lernen können. Ja, ein Desert Thin Railing. Keine Ahnung. Ein Zaun. Wollte ich mir eigentlich auch mal aufschreiben. Mann, Mann, Mann. Und hier haben wir noch eine. Eine Desert Treppe. Schön. Schön, schön, schön. Haben wir noch was, was wir dem anbieten können? Guck mal hier, feine Wolle. Vielleicht nimmt er ja feine Wolle. Mal gucken, ob die feine Wolle akzeptieren. Ach, da kommt er schon. Ja? Feine Wolle willst du nicht? Was mit einer Fackel? Findest du eine Fackel interessant als Handelsobjekt? Ja, eine Fackel nimmt er. Was kriege ich denn für eine Fackel? Jetzt steckt das ein. Jetzt sagt er gleich, warte mal kurz. Ja. Noch eine Rolle. Cool. Komm, dann Fackeln könnt ihr ohne Ende haben. Hier. Fackeln mögen sie. Das ist ja geil. Da krieg ich ja alle Rezepte hier. Ja. Danke. Cool. Sehr cool. Heilbornrolle. Fein Heilbornrolle. Ein Heilborntisch, okay. Das könnten wir uns natürlich hier alle. Könnten wir uns hier alle Rezepte zusammen. Komm, wir versuchen nochmal die Heilbornrolle loszuwerden. Könnten wir uns hier alle Rezepte zusammen tauschen, die uns noch fehlen? Ja, klar, willst du haben. Obwohl du mir die eben schon gegeben hast oder dein Kumpel. Ich würde auch mal interessieren, wie der heißt, der Typ. Danke. So, warte mal. Was hat er uns denn gegeben? Wieder eine Verhaf. Ah, eine Runestone-Ecke. So was können wir denn noch probieren? Guck mal hier, sowas. Keramikbricks. Oder hier, so ein Iron Blade. Guck mal, vielleicht kriegen wir dafür was ganz Tolles. Wir werden mal probieren. Eine Iron Blade. Ihm zu geben. Vielleicht ist das ja was ganz Tolles. Hallo. Ja, will er haben, okay. Was kriege ich dafür? Jetzt gleich wieder, warte mal kurz. Ich hol's raus, ja. Gucken, was er uns dafür gegeben hat. Wieder eine Highborn-Rolle. Nein, eine Highborn habe ich ja schon alle. Okay. Dann belassen wir es erstmal hierbei. Oder wollen wir probieren, eben nochmal die Highborn-Rolle anzudrehen? Komm, wir probieren es nochmal. Probieren nochmal, ihm die Highborn-Rolle anzudrehen. Wo ist er? Hallo, Ginny. Guck mal, eine Highborn-Rolle. Willst du die haben? Ja, will er haben? Okay. Und gib mir dafür. Bitte eine Desert Roll. Los. Zier dich nicht so. Was? Hast du nichts mehr? Er hat nichts mehr. Na, du bist ja mehr ein Kunde, du bist ja ein Kunde. Komm, wir probieren es nochmal mit einer Fackel. Fackeln mögt er doch, oder? Guck mal, da ist er. Wo ist er denn? Schon wieder abgehauen. Hallo. Guck mal, eine Fackel. Ich hätte gerne noch ein Desert-Rezept, wenn es geht. Oh, wow, jetzt freut er sich aber richtig.
Ja, nimm's. Und? Ja, was gibst du mir dafür? Ey, die stehen unwahrscheinlich auf Fackeln. Oh, cool. Guck mal hier, ich habe noch eine Fackel. Kann ich hier meine ganzen Fackeln geben, wenn du willst? Habe ich kein Problem mit. Ja, da freust du dich. Und? Ja. Was gibt's jetzt? Okay. Du, ich habe noch mehr Fackeln. Hallo. Hier, guck mal. Ja, gefällt's dir? So, merkt euch schon mal, die stehen unwahrscheinlich auf Fackeln. Da kannst du richtig Geschäfte machen. Na, nimm's dir. Nimm sie, die Fackel. Die sehen aber auch süß aus, ja? So. Ja, gib mir was. Musst du eine Weile suchen, hast du nichts? Okay, und du? Hast du noch was? Scheinbar haben die nur begrenzt Waren im Angebot. Ja. Ich weiß, dass du das haben willst. Die Frage ist nur, ob du was hast, was du mir geben kannst, mein Freund. Na? Übrigens, das Rauschen im Hintergrund ist hier der Wind. Das ist nicht mein Mikro, ja? Und? So, und gucken wir mal. Was haben wir bekommen? Eine Highborn-Rolle. Ah, ein Runestone-Rolle. Mit Runestone-Dach haben wir bekommen. Dann haben wir noch die Highborn-Rolle hier. Da haben wir ein Dachfenster bekommen. Ein Highborn-Dachfenster. Schön. Okay. Dabei belassen wir es erstmal. Und gehen jetzt mal wieder zurück, um unseren Wüstenquest zu erfüllen. Guck mal, hier kannst du dich überhaupt nicht verlaufen. Glaube ich. Von da hinten sind wir gekommen, oder? Und das hier mal mitnehmen. So. Ist ja scheinbar so eine Art Leuchtpflanze. Jo, wir sind im Wald. Und wir bauen ein Haus in Windborn. Ja, na, 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 na. Und ja, hi, wir bauen ein Haus in Windborn und hoffentlich stürzen wir hier nicht ab. So. Ja, aber nochmal genießen hier den Anblick. Den Mond, die Sterne. Jawohl, so. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Da oben ist schon unser Wüstenhaus. Hier kann man sich ja gar nicht verlaufen. Ich hätte gerne eine 20-mal so große Map. Und ein paar mehr Abenteuer, bitte, liebe Entwickler. So, da sind wir. Wir sollen jetzt 20 Wüstenfenster craften und die dann auch platzieren. Okay. Guten Tag. Die Tür hatte ich ja verschlossen. Achso, nee, da müssen wir erstmal in unseren Crafting Guide gucken. Und wir wollen Desert Set. Die anderen schalten wir aus. So. Wüstenfenster. Da haben wir die dreieckigen Fenster. Oder die weiße. Wir hatten doch ein Wüstendachfenster hier noch eigentlich. Oder war das nicht ein Wüstendachfenster? Okay, was gibt's noch? Ah, hier, ein Highborn Skylight. Ah, okay, gut. Hatte ich mich geirrt, sorry. Wüstenfenster. Dann würde ich mal sagen, die sehen aber auch cool aus. Was machen wir die mal? Dann machen wir mal 1, 2, 3, 4, 5 draus. Vielleicht 10 sogar. Kannst du die hier reinnehmen? So. Zehn Stück. Wow. Und jetzt machen wir die, nehmen wir noch. Dann machen wir auch 10. Reicht sogar unser Material, was wir haben dafür. Da brauchen wir also Feinsandstone und Feingrim. Nicht Granatik, sondern Keramik für. Feinsandstone und Feingrim. Keramik. Jetzt haben wir. Okay, so, jetzt können wir die Dinger hier platzieren. Um unsere nächste Quest zu erfüllen, dazu werden wir die mal wieder abbauen. Die Glasscheiben. Das auch. Das auch. Das auch.
Dann bauen wir uns mal hier so ein kleines Panoramafenster rein. So, sehr schön. Dann gucken wir mal, dass wir... Also die können wir ja ganz locker platzieren. So. Und jetzt würde ich mal ganz gerne die hier platzieren. Und die können wir dann hoffentlich rotaten. Ja, oder? Sehe ich jetzt nicht so richtig. Ach so, können wir die rotaten. Na gut, dann machen wir die so. Ist jetzt nicht hier Brüller, oder? Aber zumindest ist schon mal eine interessante Struktur. Und dasselbe machen wir mal hier auf der Seite auch. Und dann haben wir ja schon bald unsere 20 Dinger hier. So. Die werden wir mal einsammeln. Und dann zack. Na, komm schon. Hier, ja, genau. Da, da, da. Und hier will er nicht. Warum will denn der hier nicht? Da will er nicht. Hm. Weiß ich jetzt nicht warum. Da hat sich irgendwas verklemmt oder was? So, hier mal drehen. Okay. 2, 3, 4. Und hier unten will er nicht. Warum willst du mir da kein... Stört dich das hier? Vielleicht? Nehmen wir das mal weg und dann... Ah, okay. Das hat ihn da irgendwie gestört. Oh, nein, das ist wieder weg. So, jetzt müssen wir noch 4 Stück platzieren. Da haben wir hier natürlich die richtige Ecke für. Oh nein! So, nehmen wir die mal weg. So, 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 so und so. Und setzen da unsere schönen Wüstenfenster ein. Wüstenfenster 1, Wüstenfenster 2 und Wüstenfenster 3 und Wüstenfenster 4. Oh, da oben fehlt noch was. Habe ich noch hier einen Sohn? Den könnte ich ja noch reinhauen. Und was mache ich denn da rein? Ah, hier habe ich auch noch ein Wüstenfenster. Zack. So. Also das Glas finde ich... Nein, das muss nochmal weg. Warte mal ein Stück zurück. So. Ja. Das Glas finde ich hier bedeutend besser gemacht als bei Minecraft. So. Ich vermisse irgendwie den Shader. War hier irgendwie ein Shader? Hatte ich die Settings irgendwie runtergestellt? Ne, die kannst du gar nicht. Ach so, die Settings musst du ja ganz am Anfang einstellen. Vor dem Spielstart muss ich nächstes Mal nochmal kontrollieren. Ich dachte, hier wäre irgendwie so ein Shader drin gewesen. So, jetzt gehen wir wieder zu unserer Hütte. Wir haben ja jetzt unsere Quests erfüllt. Was ist denn das da? Einfach nur ein Loch im Sand, okay. Im Gras, in der Erde. Gehen wir mal wieder zum Drachenstein. Ich bin ja immer noch begeistert von diesem kultigen Turm da. Mit dem, das ist nur eine Fackel da oben. Und ihr seht da, wie dieser Rauch sich da im Wind dreht. Geh mal näher ran. Hier, das finde ich auch sehr geil, diese Fahnen, die da so flattern. Da seht ihr. Das ist nur der Rauch von der Fackel, der sich da dreht. So. Was haben wir da oben eigentlich? Was ist denn das? Komm, wir klettern mal da kurz mal hoch. Was war denn das? Ach, das sind Lampen. Ah, okay. Sehr geil. Pum. Und hier. Herzlich willkommen im Hauptgebäude. Hier können wir jetzt unsere Quests einlösen. Ja, und da kriegen wir eine Feindersatzscroll. Dankeschön. Oh. Wir sollen und eine Relikt-Truhe öffnen. Akzeptieren wir. Haben wir schon gemacht. Haben wir schon gemacht, aber wir sollen noch eine finden. Okay. So, dann lass uns aber trotzdem mal diese Truhe hier, dieses Rezept. Guck mal hier, was haben wir noch? Ah, ein Desert Bank. Und hier? Desert Schild. Ah, okay, ein Schild. Ich hoffe mal, dass wir das Schild auch beschriften können. So, und jetzt werden wir mal auf die Suche gehen nach einer Relic-Chest. Also ist egal, was für eine scheinbar. Muss nicht in einer Wüste stehen. Einfach nur eine Truhe. Finde eine Truhe und öffne sie. Das ist jetzt, denke ich mal, nicht so die schwere Übung. Im Vorbeigehen können wir natürlich immer noch Wolle ernten.
Oh, hier ist die Map schon zu Ende, war, oder? Oh, hier ist sie zu Ende. Nein. Hier sollen ja irgendwie später, ist ja so geplant, dass dann da im Prinzip andere Inseln von anderen Spielern sind. Das wäre dann wahrscheinlich, wenn du online spielst. So, ist hier noch irgendwo eine Truhe? Also ich habe ja fast den Verdacht, dass wir alle Truhen schon eingesammelt haben. Na, da unten wird keine sein. Ach, wie schön. Also wirklich herrlich. Guck mal hier mit diesen kleinen blauen Leuchtdingern. Das Herz allerliebst. Da wird keine Truhe drin sein, oder? Also Truhen sind ja auch in Höhlen, haben wir ja gelernt. Sterben können wir nicht. Da müsste sich natürlich eine Lösung einfallen lassen. Eine Welt, von der man so tief runterfallen kann. Wäre natürlich blöd, wenn man da ständig stirbt. Aber andererseits muss man natürlich, wenn man gegen Gegner kämpft, schon irgendwie sterben. So. Es würde im Prinzip Sinn machen, wenn man, wenn man stirbt, man müsste auch eine kleine Strafe, dass man zum Beispiel das Inventar verliert, wäre auch nicht schlecht. Wenn man dann gegen den Gegner verloren hat und so, wir suchen jetzt eine Truhe hier im Wald mal. Hier waren wir noch nicht so oft. Hier haben wir uns noch nicht so oft aufgehalten. Ich weiß gar nicht, ob im Wald hier diese Runestone-Rollen zum Tragen kommen. Ach, guck mal, was haben wir hier? Cool. Ein Runestone-Schrein. Schön, haben wir gefunden. Klasse. Das heißt also, dass wir noch mehr Runestone-Rezepte werden wir mal mitnehmen. In späterem Verlauf des Spiels würde ich vielleicht dann, wenn ich so einen Schrein habe, immer jeweils... Hallo, wo seid ihr? Ah, da. Ihr lebt also hier in dieser Runestone-Welt, ja? Okay. Im späteren Spielverlauf würde ich dann vielleicht immer da an der Stelle ein Haus bauen. Mal gucken. Also Runestone ist halt hier für dieses Biom wahrscheinlich. So, dass in jedem Biom... Ist ja aber schön hier. Dass du in jedem Biom ein Häuschen baust aus dem entsprechenden Set und dann nochmal im Prinzip vielleicht ein Schloss. Guck mal, da hinten geht es aber auch noch ein Stück weiter. Ist noch müh größer, als ich eigentlich dachte. Wir suchen jetzt eine Truhe, um unsere Quest zu erfüllen. Dabei genießen wir natürlich weiterhin die wunderschöne Landschaft. Das finde ich auch eine gute Lösung, dass die Dinge, die weiter weg sind, die sind einfach so unscharf. Also wahrscheinlich vom System jetzt in einer sehr niedrigen Qualität geladen. Und wenn die super, super, super weit weg sind, seht ihr da hinten, dann sind die halt noch mehr unscharf. Und das gefällt mir aber besser wie dieses diese Grenze bei Minecraft, wo wirklich dann bei 16, wie heißen die, Junks oder so, Schluss ist und der Rest dann immer neu nachlädt. Man muss aber berücksichtigen, das ist natürlich auch eine unendlich große Welt. Da habe ich ja gar keinen Einblick, so wie das da mit den Programmierereien und was da nötig ist und was da nicht. Wie kommt man da hin? Da müssen wir da hinten lang. So, ich suche eine Kiste. Eine Kiste, eine Kiste, eine Kiste. Die soll ich nur finden und aufmachen. Da habe ich meine Quest erfüllt. Vielleicht habt ihr einen Tipp. Meine kleinen putzigen Djinns. Könnt ihr mir einen Hinweis geben, wo eine Kiste hier sein könnte? Wir haben schon so viele gefunden. Hätten wir mal eine stehen lassen, dann hätten wir die jetzt für den Quest benutzen können. Für die Quest benutzen können. So. Wenn ich jetzt natürlich 3 Milliarden Stunden brauche, um die zu finden, ist natürlich auch blöd. Also da die ja oft auch in Höhlen sind, können wir eigentlich mal hier kurz, wenn wir dann hier reinpassen, mal kurz reingucken. Uns mal hier rein basteln. Eine Fackel könnte da ruhig mal ran. So, dass hier ein bisschen heller ist.
So, wäre natürlich ideal, aber hier ist nichts, nur dunkel. Und hier irgendwo, hier unten könnte man natürlich auch noch rein, dann gucken wir mal hier. Und hier mal vielleicht die Fackel noch anbringen. Dass wir wissen, dass wir da wieder hoch müssen. Nee, warte mal. So. So. Oh, na, ob hier noch eine Kiste zu finden ist. Nicht wirklich eine spektakuläre Höhle. Guck mal, doch, hier ist noch Eisen. Naja, warum nicht? Können wir mitnehmen. Warum das eben rot war? Wahrscheinlich, weil man die Fackel da nicht setzen kann an der Stelle. Aber wir nehmen uns mal hier ein bisschen Eisen mit. So. So, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da schwimmt schon das ganze Eisen. Guck mal, da ist noch eine kleine Goldecke gewesen. Oder hier? Sah nur so aus, wa? Nee, war nicht wirklich eine Goldecke. Ah, hier ist noch Eisen. Bam, bam, bam. 62 Eisen. Jo, das lasse ich mir gefallen. Als würde ich wieder raus. Muss ja meine Quests erfüllen. So, Leute, ich finde jetzt so spontan, so ganz schnell, finde ich hier gar nicht. Die Truhe. Wir gehen jetzt erstmal raus und dann ist ja die Folge auch schon wieder vorbei. Und wir sehen uns ja dann in der nächsten Folge. Wenn es dann wieder heißt, hallo ihr Windgeborenen im wunderschönen Land der Djinns. Was ist denn das hier? Ach, davon haben wir genug. Erstmal. Ach, guck mal, hier ist noch ein Dingsbums-Schrein. Okay. Ja, nehmen wir auch wieder mit. Ja, danke. Also hier waren wir auf keinen Fall, wenn hier so ein Schrein noch ist, waren wir hier noch nie. Ist da oben eine Truhe? Nein. Tja, da haben wir jetzt eine Weile zu tun, bis wir hier eine Truhe finden. Gucken wir uns mal nochmal kurz die Landschaft. Ah, okay, das ist das Ende von der Wüste. Und hier ist unser Waldbiom. Ja, hoffentlich haben wir nicht schon alle Truhen gefunden. Vielleicht hätten wir auch einfach nur eine Truhe von den Truhen, die wir haben. Wie können wir eigentlich zurückspawnen? Wie war denn das? War irgendwas mit String? Ah, guck mal, String R. Haha, reiner Zufall. String R, zurückspawnen. Zurück. Drachenstein. So, gucken wir mal, ob das funktioniert, wenn wir hier einfach, bin ich jetzt ein bisschen spät drauf gekommen, wenn wir einfach eine von diesen Truhen hier öffnen. Ja, siehst du, hat geklappt. Highborn-Schrein. Zwei Runensteine. Ne, einen davon werden wir mal aufstellen. So. Wenn wir einen aufstellen. Das wäre wahrscheinlich auch die nächste Quest, dass wir dann... Passt da noch einer hin, jo. Dass wir noch so ein Ding hier bauen sollen, wa? So, dafür kriegen wir jetzt erstmal wieder ein schönes Rezept, mein lieber heiliger Drachen. Danke. So, aktiviere einen Desert-Schrein und baue einen Superb-Desert-Schrein. Okay, konnte ich mir noch fast schon denken. Also den... Ups, sorry. Also den Schrein hier zu aktivieren, können wir machen, kein Problem. Denke ich mal. Oh, ho, ho, ja, sehr schön. Ja. War doch ein... Warte mal, wir gucken nochmal kurz. Ach, ein Desert-Schrein. Das haben wir doch schon längst gemacht. Das hier, der Desert-Schrein, oder? Der Heilborn-Schrein. Haben wir noch gar keinen Desert-Schrein aktiviert? Highborn, okay. Wir haben noch keinen Desert-Schrein? Wir haben so viele Rezepte. Achso, ich will auch gleich mal hier
Mal gucken, was das hier für ein schönes Rezept ist, was wir da bekommen haben. Oh, ein Desert-Schrank. Ja gut, dann das machen wir aber dann nächste Mal, meine lieben Freunde. Danke fürs Zuschauen. Oh, jetzt ist ja eine halbe Stunde geworden. Aber ist egal, für Windporn kann man schon mal, wa? Gut, vielen, vielen Dank, meine lieben Windgeborenen. Und bis zum nächsten Mal in dieser wunderschönen Welt.